waren nur 3 Monate, die ich im Haus von Mr. Collins verbracht hatte. Von Anfang an war mir klar, dass er ein Auge auf mich geworfen hatte. Auch wenn es seinem Bruder und seiner ganzen Verwandtschaft nicht gefiel, dass er sich so für ein Mädchen von meiner Position interessierte. Ich liebe sie nicht. Außerdem glaube ich kaum, dass sie mich glücklich machen könnten. Natürlich war das eine glatte Lüge. Aber ich wollte es ihm nicht zu einfach machen. Annette, ich bitte Sie, überlegen Sie es sich. Andererseits müsste ich Ihnen sagen... Sie mir etwa? Wie Sie wissen, gehört mir der Hof nicht allein. Mein Bruder hat die gleiche... Könnte endlich ausziehen, in der Tat. Ich bräuchte einen eigenen Raum. Für mich. Ein eigenes Zimmer. Ja, am besten die Bibliothek. Die Bibliothek, also... Wollen Sie denn eine Frau, die von nichts eine Ahnung hat? Ein naives Dummchen an Ihrer Seite? Ja, mein Herr Gemahl. Nein, mein Herr Gemahl. Nein, natürlich nicht. Aber die Bibliothek ist der einzige Raum im Haus, in dem... Glauben Sie wirklich, ich würde mich einem geizigen Mann hingeben? Was ich ihm erst später sagen wollte, war, dass ich auf jährlichen Besuch meiner Familie aus Übersee bestehen würde. Entschuldigung. Natürlich können Sie die Bibliothek. Gut. Und neue Kleider bräuchte ich auch. Einen Hut. Ich finde, mir würde ein Hut stehen. Wie Sie wollen. Männern muss man Zeit geben, sich in das Unausweichliche zu fügen. Ich stieg U-Bahnhof Strausberger Platz aus. Ich dachte an die Ratschläge, die Stella und Babsi immer für den Autostrich gaben. Keine jüngsten Typen mit Sportwagen oder Amischlitten, das sind Zuhälter. Ältere Typen aber mit Bauch und Krawatte waren okay. Am besten sind die mit Kindersitz hinten im Auto. Ich guckte in ein Schaufenster. Ich sagte mir, Chrissy, nun reiß dich zusammen. Dann hielt ein alter Golf. Der Typ war nett und ich hatte gleich wieder mein gutes Feeling drauf. Ich vergaß sogar, dass er ein Freier war. Ich fand es ein wahnsinnig geiles Gefühl, keine Eile zu haben und dann so lange zu warten, wie ich Bock hatte. Kurz nachdem ich angefangen hatte mit dem Anschaffen, gab es noch so ein fröhliches Wiedersehen. Ein Freier hatte mich mitgenommen, stieg gerade aus seinem Auto und plötzlich stand Babsi neben mir. Wir sahen uns an und wussten sofort Bescheid. Komm, ich lade dich ein. Echt? Wen wird? Sie freute sich total und ich auch. Sie sah echt gut aus. Ich glaube, der hat auch einen Sohn, der in Australien unterwegs ist. Und der zahlt alles? Nee. Aber der hebt mir Dope. Hallo? Hallo? Entschuldigung, ich will Ihren Schlaf ja nicht stören. Ich bin auf der Suche nach einem Bildband von Otto Dix. Ist was? Otto Dix?